Servus, da ist der Elias. Ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen zu einem kurzen Erklärvideo eines von mir ausgewählten SQL-Befehls. Wie wir alle wissen, beschäftigt sich SQL mit Datenbanken, mit Verknüpfungen von Tabellen etc. Also, was brauchen wir, wenn wir einen SQL-Befehl schreiben wollen? Richtig, Daten. Ohne Daten können wir nicht arbeiten. Also ich habe als Ausgangsdaten die BIBA-Ergebnisse von 2019 zur Verfügung. Danke dafür. Und sie sind folgendermaßen aufgebaut, also in vier Tabellen gegliedert, die ich euch einmal kurz vorstellen will. Ich habe hier einen ziemlich praktischen SQL-Abfragegenerator und dann zeige ich euch einmal schnell die vier Tabellen. Um die auszuwählen, müssen wir eben eingeben Select von Sterne vom 2019 Ergebnisse, also die Tabelle Ergebnisse ist die erste. Dann haben wir hier die Punkte, User-ID, jeder Teilnehmer hat eine eigene ID, Schulstufe und die Schüler-ID, jede Schule hat eine eigene ID und die Bundesländer eine ID, so jedes Bundesland hat eine eigene ID. Eins ist zum Beispiel jetzt hier. Dann gibt es die Tabelle 2019 Schulen. Fahne abschicken. Da sieht man die Schulen aufgelistet mit ihrer Schul-ID und dem Schultypen. Des Weiteren gibt es noch die Tabelle Schüler. Da haben wir die User-ID von jedem, den Vornamen und das Geschlecht, wobei das bei manchen nicht definiert ist, bei anderen steht dann Male oder Female drinnen. Also nicht definiert, nicht angegeben in dem Fall. Und dann haben wir noch die Tabelle Bundesländer. Hier haben wir dann die Bundesländer aufgelistet und mit deren Bundesländer-ID. Jetzt habt ihr mal einen kurzen Überblick. Und nun das Ziel von heute, was wollen wir heute erreichen? Also ich will wissen, wie die Bundesländer im Durchschnitt abgeschnitten haben und in weiterer Folge, welches war am besten. Gut, dann gehen wir das einmal kurz an, probieren wir es einmal aus, ob wir das hinkriegen. Also anfangen tut man natürlich wieder mit Select. Und zwar, ich schreibe jetzt da Abkürzung für Ergebnisse, also aus der Tabelle Ergebnisse. Das ist Abkürzung E. Die Bundesländer-ID. Dann, was wollen wir noch haben? Wir wollen die durchschnittliche Punktzahl haben. Also Average von Punkte. Und das benennen wir als Durchschnitt. Es Durchschnitt. Dann, was wollen wir noch haben? Dann das Bundesland, damit wir nicht nur die ID haben, sondern eben auch den Namen. Aus der Tabelle Bundesländer, die ist zufällig eh gerade aufgeschlagen. Also B für die Tabelle Bundesländer. B Bundesland. Und das Ganze vom 2019 Ergebnisse E, wie bereits gesagt, also E ist die Abkürzung für Ergebnisse, damit das nicht immer ausschreiben muss. Und dann verbindet man die Tabelle Ergebnisse über den Inner Join Befehl mit 2019 Bundesländer der B, also mit dieser Tabelle. Und wir können das nur dann verbinden, wenn es da Überschneidungen gibt zwischen den zwei Tabellen. Und die Überschneidung, die Spalte, was in beiden vorkommt, ist eben die Bundesländer-ID. Also E-Bundesländer-ID, Ergebnisse-Bundesländer-ID ist gleich aus der Tabelle Bundesländer die Bundesländer-ID. Das war jetzt halbwegs verständlich, so ein bisschen kompliziert jetzt erklärt gewesen. Jetzt sind wir fast schon fertig. Jetzt können wir das noch kopieren
damit das dann von allen schön, also damit wir alle Bundesländer schön haben. Kopieren bei Bundesländer-ID. Hoppla. Und wenn wir wollen, können wir das dann auch noch ordnen. Bei Durchschnitt. Schnitt und absteigend. Dann können wir mal die Abfrage abschicken und schauen, was funktioniert. Genau. Da haben wir jetzt eben die Bundesländer-ID, den dazugehörigen Namen und die durchschnittliche Punkteanzahl in diesen Bundesländern. Das sehen wir schon, weil ich es jetzt ja geordnet habe, noch absteigend, dass Niederösterreich am besten abgeschnitten hat vom Durchschnitt, dann Vorarlberg, Salzburg, wir Kärntner liegen im Mittelfeld und am schlechtesten in dem Fall waren Burgenland und Wien, die sind relativ ähnlich. Das war eigentlich schon kurz, die ganze Hexerei. Könnt ihr es gern nachbauen mit, und vielleicht habt ihr einen eigenen SQL-Abfrage-Generator. Ansonsten war es das von meiner Seite und danke fürs Zuhören.